Willkommen zu Sims Mittelalter. Ja, im letzten Part hat unser Sir Miles in der Rüstung, die er ja bekommen hat, diese besondere Rüstung hier, trainiert und fand sie sehr prickelnd. Und dann wollte er die Rüstung im Wald an einem einzelnen Kobold testen und das hat sehr gut geklappt. Und dann ist er ins Dorf gegangen, hat da weitere Kobolde gejagt, weil er hier so ganz schmackhaftes Koboldfleisch gekriegt hat. Lecker. Und ja, jetzt macht er sich was zu essen, weil er ja Kohldampf hat, dann geht er schlafen. Und auf den Rückweg, nachdem er vom Dorf wiederkam, wurde er doch tatsächlich von einem Plünderer überfallen. Aber er ging als Sieger aus dem Kampf heraus. Ja, jetzt macht er sich was zu essen und dann das Übliche halt. Und ja, er hat riesengroßen Kohldampf. Sehr hungrig. Ja, alles hat sehr an der Nahrung genagt. So, und dann muss er jetzt als nächstes zurück zur Feuerschmiede fahren. Da muss er ja weitere Rüstungen abholen. So gleich. Wir rüsten jetzt mal das neue Schwert aus. Und ja, damit er wirklich das neues Set bei sich hat. Und wieder ist er letztendlich den gleichen Pump wie immer. Bloß es heißt halt anders, aber es sieht immer identisch aus, egal was er da sich brutschelt im Kochtopf. Na ja, was soll's. So, und hat's geschmecket? Dann kannst du ja jetzt pennen gehen. Bestie gefüttert, dekoriert. Köstliches Mahl, sehr schön. Und gut Nächtle. Und jetzt geht die Zeit wieder schnell vorbei. So, und wir sind ja zum Glück jetzt auch im Platin-Bereich drin, so dass es nichts ausmacht, wenn wir jetzt hier die Quest direkt verfolgen. Und wieder hat er den Traum zwischen den zwei Barden. Der eine frohlockt, der andere ist halt schon der Erfahrene. Itchen, Dippchen, Silberklippchen, Ippchen, Dippchen, Dapp und du bist ab. Also nehmen wir das. Oh, yay. Wir haben das Richtige gemacht. Da lief wieder eine Wache durch. So, er ist wach. Aber trotzdem kann die Zeit schneller laufen. So. So, jetzt noch was lesen. Wie sieht der Hunger aus? Ja, könntest dann auch noch was essen. So. Hoffentlich hatte. Und es sind die neuen Tagesaufgaben. 2 Stunden an Trainingspumpe üben und mit dem Piraten Gruselgrimassen üben. Ah ja, okay. Mit dem musst du Gruselgrimassen üben. Sollst du griesgrämig aussehen, ja? So, dann mach mal. So, zack, zack, zack. Und hat das was? Ja, dann nimm das da. So, hat dir das Lesen denn jetzt was gebracht? Attraktiv.
Okay. Das Buch hatte er wohl schon. Das kann er nicht lesen. Ja, habe ich mir schon gedacht. Aber ess es bitte jetzt auch, ja? Nein, er isst es natürlich nicht. Dann geben wir ihm das jetzt. Bitte essen. So, dann. Dann etwas lesen. Nimm mal Anatomie Chinchilla. So, mach mal hinne. Na gut, dann lese hier draußen. So. Auch wenn es jetzt nichts gebracht hat, dann geht er jetzt halt jetzt ups, üben 2 Stunden. Ui. Nunc. Ui. Das ist ja wirklich ein tolles Ding. So, bist kampfbereit? Nee, warte mal. Bist du fertig? Wie lange brauchst du eigentlich bis zu deinem nächsten Level? Noch eine Weile. Die arme Puppe. Ja. So. Wie lange noch? Ah, bist jetzt gleich fertig. Yay. So, dann kannst du aufhören. Jetzt kannst du dir die Puppe gegen den Kopf hauen. Aber du bist ja gut geschützt. So, dann gucken wir jetzt, wo haben wir denn jetzt die. Dann kannst du mal Stadtplatz hier hingehen. So, und wir gehen dann schon mal Stadtplatz. Blub. So. Helglavet. Darone. Natürlich. Piraten mag kein Gildenmitglied. Oder halt Händler. Karim Dob. Die wollen kämpfen. Ich tippe mal auf Pirat. Die Piratin wird siegen. Weil Piraten sind hinterhältige Schlitzohren. Morgel. Nui. Das war. Na. Wolltest du sie einschüchtern? Ich glaube, das hat keinen Zweck bei einer Piratin. Die sind so griesgrämig, so ungeheuerlich böse. Da bringt das nichts. Die lassen sich nicht erschrecken. Sie hat ihm ins Gesicht gespuckt. Naja, aller Piraten halt, ne? Die kämpfen mit allen Mitteln. Aber hier, der Händler ist wohl ständig hier. Na? Er hat schon. Oh, die stehen mir im Wege. Ich kann da nicht hingehen. Oh, schade. Ups. Oh. Was? Nochmal. Der will nochmal kämpfen. Aha. Zermalz guckt sich ihn an. Ich bleib dabei. Jetzt kriegt sie ihre Chance. Jetzt rächt sie sich für den ganzen Schlamassel, was der Händler an ihr angerichtet hat. Batsch. Schon liegt der Händler auf dem Boden.
Na los! Du hast doch so ein großes Riesenschwert, Madame. Er hat sie total aus dem Konzept gebracht. Pfui! James Munim. Brave him, Cabron. Riel Marcy. Ja, brave. Ja. Aber er hat auch was abgekriegt. So, was? Meist benötigt dafür eine bessere Beziehung zu Piraten. Okay, freundlich, kennenlernen, freundlich, Gesundheit fragen, die schon sehr angeschlagen ist, Region, Vorlieben fragen, plaudern, tratschen, kommt immer gut, das Königreich bequatschen, da und dann künstliches Schaffen. So. Dann kannst du lustig Kunststück vorführen. Lustig nachahmen. Geh mal zum Arzt, lass dich behandeln. Und dann lustig, nein, ich kämpfe lustig, Witz erzählen. Das müsste aber dann alles reichen, dass wir dann mit ihr das machen können. Bremfim vetinele gorig veta. Amet bravin. Na, was willst du? Kannst du dich nicht entscheiden? Spinari zadim. Drufein warin. Ja, das Kind steht mir im Wege. Ich kann nicht an den Brunnen ran. Vetine gorig veta palpin. Selber Jäger. Parsa Janek. Quivek. Nivet. Barog. Nelsik. Rolem Edarim. So. Können wir schon? Nein. Wir können noch nicht. Kelg. So, jetzt? Nein. Noch nicht. Oh Gott. Mach mal hinne, ich muss noch verreisen. So, jetzt zauber ich dir ein Geldstück aus dem Ohr. Nein, nein. Jetzt? Nein, okay. Dann nochmal das und dann das. Dann das nochmal. Bonnet Lupens. Und nochmal kennenlernen. Tolek Tonar. Korkling Korun. Ach ja. Mirabel Zeregon. Divan. So, freundlich. Ich schätze, sie müssen wenigstens befreundet sein. Na, kriegst du deinen Wunsch erfüllt? Anscheinend, ja. Geh auch zum Arzt. Der wohnt auf dem Hügel. So kann ich jetzt. Oh. So, freundschaftlich umarmen, nach Wohlbefinden fragen, nochmal necken, Lied singen, dramatische Geschichte, plaudern. Meshrup, ist sie kein Grinella Melasson Vibaren? Ein Flay. Ja, Vögel kacken die auf Tesch. Die Roben. Venek, Puzel. Oh, sie hat einen schlechten Tag. Ah, hier. Jetzt können wir mit ihr gleich die
Gruselgrimassen üben. Na, schön. Wunderbar. Applaus, Applaus. Schogorek, Plebach. Omide, Zenis, Paret. Prodella, Sulep, Venosch. Yes, hast du einen schönen Ort beschrieben, wo man gemeinsam aufs Meer hinausblicken kann? Och, Mann, geht doch mal zum Arzt. Sie nimmt auch nicht viel. Was jetzt? Mit Pirat prügeln. Oh, erst anfreunden und dann prügeln. Na toll. Jetzt sinken wir bei ihr wieder. So was Scheinheiliges. Erst einschleimen und dann sowas. So und? Pirat zum Duell herausfordern. Na toll. Hier. Pass auf, zum Duell herausfordern. Hier, pass mal auf. Ich will mit dir mich duellieren. Koni Borsin. So, dann, die ist doch angeschlagen. Das ist doch unfair. Ich bin gesund und sie... Da, die hat doch schon nichts mehr. Klong. Das ist unfair. Pfui. So, Outfit wechseln, Berufskleidung. Und dann kannst du hier... Entschuldigung. Was? Schenkweib, du. Deborah. Oh, Entschuldigung. Mir wurde gesagt, du bist eine Piratin. Naja, dann... ab... ans Meer. So. Und dann, ups, dann nach Feuerschmiede zurückkehren, um Arsenal zu sammeln. Okay, mach mal. Jo. Hol mal das Zeug. Na? Du auch hier. Du solltest mal lieber zum Arzt gehen. Du hast vorhin so rumgeniest und gehustet. Oh, das ist ein schöner... Ein Sunset. Macau. Er ist hübsch. Musst du deine Zähne hier in der Gegend herum... schleudern? Tolek Tona. Ja, gleich hast du keine Zähne mehr. Besorg dir besser einen Zahnstocher. Ja. Piraten haben halt diese Papageien und Gildenmitglieder haben Falken, also Greifvögel. So. Und du schnitzt dann wieder ein Pferdchen. Na los, komm zurück. Ich spule mal vor. So. Deine Hilfe in dieser Angelegenheit ist von großer Bedeutung, Meisterin Feuerschmied.
jetzt kann ich noch 3 weitere Leute ausrüsten. Schon bald werden viele Kobolde fallen. Ja, schön. Jetzt kommen auch mal wieder langsam zurück. Oh, oh, oh. Wen haben wir denn da? Was willst du denn hier? Muss ich hier wieder für Ordnung sorgen? Nix da. Keine Bürger überfallen, sonst kriegst du eins auf den Deckel von mir. Auch wenn du ritterlich bist. Das ist dann egal, Madame. Hier wird niemand überfallen. Verstanden? Schurken. Piratin. Reg dich ab. Schließlich kommst du hierher, um Leute zu überfallen. Du Schlitzohr. Sir Miles, du musst mal langsam zurückkommen. Hier treiben wieder Leute ihr Unwesen. Die Spritztour bei leichter Brise und strahlenden Sonnenschein entlang der malerischen Küste von Buchthausen LP bereitet sowohl den Seglern als auch den Passagieren viel Freude. Ja, schön. Kommst du jetzt mal? Ja, da kommt er. Dann kommt er hierher. Warum? Was? Bam. So. Muss ich eingreifen oder schaffst du das alleine? Ja, schaffst du alleine. Jetzt hast du ja eine super Rüstung und eine super Waffe. So, und wieder mal am Ende eines Parts ein kleiner Kampf. Als ob die auf mich warten würden. Na, ich glaube, ich muss eingreifen. Oder auch nicht? Nö, kriegst du auch so hin. Aber wir machen trotzdem mal unsere Aktionen. Nein, so geht das nicht. Nee, 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 nee. So, mach mal. Hat nicht geguckt. Hier, pass auf. Bam. Sehr schön. Na, bleibt sie auch wieder liegen, weil sie hier rot Gesundheit runter hat. So, jetzt haben wir unser Geld geschützt. Anhören. So, jetzt müssten wir... Ach so, die sollen jetzt uns dann wohl helfen. Hm? Aber wir schicken natürlich unseren kleinen Ritter erstmal nach Hause, weil er ist müde, hat Hunger, alles. Dann halt Essen machen. Ja, jetzt musst du Grütze machen, dann gehst du schlafen, dann gehst du hier, gehst wieder baden. Das Übliche, und wir gucken auch mal lesen. Das da. So, und ich nutze wieder diesen Moment, um den Part zu beenden. Ja, schön, dass du dabei warst. Schön wäre es, wenn du auch im nächsten Part dabei sein würdest. Ich wünsche dir einen schönen Tag, schönen Abend, viel Spaß und bis dann. Tschüss.